Also die Kulisse kann es mit euch durchaus aufnehmen. 12.500 sind in Jena zusammengekommen. Das Stadion ist ausverkauft. Und das bedeutet, es ist eine Rekordkulisse in Sachen Thüringen-Pokal. Noch nie waren so viele Fans bei einem Thüringen-Pokalspiel, auch bei einem Finale, jemals dabei. Die Jena in Blau und Erfurt ganz in Rot. Das ist Chris Rauschenberg in der Mitte. Der Schiedsrichter, der pfeift für die SG Nessetal Wenigen Lubnitz und lebt in Hörselbach-Hainich. Also so ein bisschen Heimatkunde ist der Landespokal auch. Und er hier, er, Henning Bürger, hat folgende 11 nominiert für die Startelf. Die Didis im Tor, dann die Viererkette, gewohnt mit Krämer, Redemann, Ressel und Gibson. Dann Butzen im defensiven Mittelfeld für den verletzten Justin Schau, der Fußprobleme hat. Mukai von Beginn an, rechts Prokopenko, der Seidemann, der zuletzt gespielt hat gegen den AFC, ersetzt. Richter links, Weinhauer vorne und Tatarbusch in der Spitze. Und auf der anderen Seite ist es Fabian Gerber, der folgende Elf hinausschickt ins 109. Thüringen-Derby. Otto im Tor, Moritz, Fabinski, Abuja, Zeller, die Kette. Davor Malusé, der Dankener gesetzt. Wolf auf der zentralen Position, Robby Felsberg. Für Kleiner neu in der Startelf, Trübenbach und vorn Ugondu. Und natürlich der starke Ömer Usun, der auch das einzige Tor geschossen hatte bei diesem 5:1 in der Liga am 4. September. Das ist alles Geschichte. Heute geht's von vorn los, steht's 0:0 und wir haben gerade mal 3 Minuten gespielt. Jena ja mit einem Freilos in Runde 1 als DFB-Pokal-Teilnehmer, nur knapp an Leverkusen ja gescheitert. In Runde 2 dann den SV Borsch 2:0 besiegt. Was geht heute hier gegen Rot-Weiß? Butzen, Ball zurückerobert. Dann der Block. Und das ist Hamza Mukai, der nicht wirklich angegriffen wurde. Und er jagt den Ball gleich mal an die Latte. Was für ein Auftakt in dieses Derby. Der 19-jährige Ex-U19-Nationalspieler aus dem Kosovo, seit September 23 hat er da zum letzten Mal gespielt. Es ist ein klasse Spiel von Beginn an und das liegt an beiden Mannschaften. Die Erfurter kombinieren sich da gut durch. Ball zunächst geblockt, flippert raus. Und dann ist es kein Foulspiel da von Tatarbusch an Osun. Der Ball von Wolf Richtung Didis dann ohne Druck. Ja, 5:1, das stecken sie gut weg, die Erfurter. Hatten ja zuletzt durchaus einen Aufwärtstrend, seit 4 Spielen ungeschlagen. Das sah beim FC Carl Zeiss zuletzt ein bisschen anders aus. Deswegen einen wirklichen klaren Favoriten hier auszumachen, gar nicht so einfach. Dann haben sie Überzahl. Das ist immer Usun! Zweimal Latte in 7 Minuten. Das ist Thüringen-Derby. Klasse aufgelegt und Osun. Didis, der liegt schon. Der muss den nur noch reinheben. Fantastische Kombination vom FC Rot-Weiß. Das Tor ist es nicht. Der Erfurter ja mit 2 Spielen schon in diesem Thüringen-Pokal in dieser Saison. 5:0 gegen Meiningen, 13:0 gegen den SV Rothenstein, da hatte man dann in Erfurt gespielt. Tatarbusch und das ist Erik Weinhauer. Ein Ex-Erfurter im Trikot des FC Carl Zeiss Jena, der hier die nächste Chance hat, die Gastgeber in Führung zu schießen. Reagiert da am schnellsten. Gute halber Meter fehlt. Lorenz Otto muss nicht eingreifen. Knappe Viertelstunde ist dann gespielt. Das ist ein wirklich munterer Kick bei perfekten äußeren Bedingungen. Ogundu, der 22-jährige Nigerianer. 25 Meter, warum denn nicht? Hat ja einen starken rechten Fuß. Ein Tor in diesem Thüringen-Pokal. In dieser Saison hat er auch schon erzielt. Der Mann mit der 13, Obed Chidindu Ogundu. Geht da gut vorbei und drückt dann ab.
Ball verloren. Den Tunnel gespielt. Richter und Felsberg da mit dem kleinen Rangeln. Dann fällt der Erste, das ist Tatamusch. Es ist wohl kein Foul von Abuja. Und dann allerdings ein Stürmerfoul und dementsprechend gibt es dann den Pfiff von Chris Rauschenberg für die Erfurter, für den Kapitän, für Maxim Abuja, der, obwohl es jetzt hier im unteren Rücken ein wenig zwickt, dann durchaus weiterspielen kann. Joel Richter sehr, sehr aktiv. Gute Ballbehandlung, immer mit einer guten Idee. Setzt hier nach, umgeht den Block von Felsberg. Dann allerdings der Foul. Pfiff. Richter verspringt ihm der Ball und dann ist sein Fuß am Knöchel von Andi Drübenbach. Und das gibt dann die erste gelbe Karte in diesem Spiel für den ansonsten so guten Joel Richter. Der weiß, dass er da eigentlich hätte wegbleiben müssen, zumal wir uns da völlig unproblematisch im Mittelfeld befinden. 25 Minuten vorbei, erste Karte in diesem rassigen, aber bislang durchaus sehr fairen Spiel. Der anschließende Freistoß für die Erfurter kommt von Marco Wolf. Hinausgetreten und dann ist es wieder Omer Uzun. Da ganz draußen Robby van Binsky. Kamera zieht spät nach und dann ist es der Außenpfosten. Dritte Mal Aluminium schon in diesem Spiel. War nicht ganz so einfach zu nehmen wie vielleicht der Erste, den er an die Latte jagt. Nächste richtig gute Chance für die Gäste aus Erfurt. Auf der anderen Seite. Zunächst der Eckball. Und dann mal der Schuss mit dem linken Fuß von Paul Krämer, dem Außenverteidiger. Henning Bürger hätte sich natürlich ein bisschen mehr Dominanz seiner Mannschaft gewünscht, die in der Liga auf Rang 2 liegen. Im Gegensatz zu Erfurt auf Rang 9. Deutlich besser. Die Männer in Blau. Hier komplett ausgeglichen. Die Erfurter, wenn es schnell geht, dann machen sie es gut. Das ist kein Abseits von Ogundu. Aber toll abgelaufen auch von Paul Krämer. Ogundu kam da aus der eigenen Hälfte. Szene ist ungeschnitten. Da wird sie einen Eindruck bekommen, wie es hin und her auf und ab ging. Der Pass auf Tatamusch kommt nicht an. Und sofort geht's wieder in die andere Richtung. Auch das kein Abseits. Robby Felsberg. Gegen drei. Behält die Oberhand. Özun raus auf Drübenbach. Spitzer Winkel. Aber da muss Alexios Dedides ran. Ganz frech aufs kurze Eck gezirkelt. Super gesehen von Özun. Und dann ist es Dedides. Nochmal aus dieser anderen Perspektive. Sucht den direkten Abschluss mit dem rechten Fuß. Und fast hätte es geklappt. Nils Butzen, immer anspielbereit. Freistoß für den FC Karl Zeiss. Nach dieser Attacke gegen Prokopenko, der ansonsten blass geblieben ist, da auf seiner rechten Seite. Kaum eine gute Szene von ihm. Nils Butzen, der alle ruhenden Bälle heute schlägt. Jena setzt sofort nach mit dem Pressing und Joel Richter holt sich die Kugel zurück. Joel Richter, 20 Meter, rechter Fuß, rauscht knapp drüber. Macht Spaß, dieses Spiel. Auch wenn es hier 5 Minuten vor der Pause immer noch keine Tore gibt. 0:0 zwischen Jena und Erfurt.
Toll antizipiert und sofort den Abschluss gesucht. Kulisse, super. Beide Fanlager unterstützen über die komplette Spielzeit ihre Teams. Super. Gibson auf der rechten Seite. Innenverteidiger Maxim Hessel nochmal hinüber zu Redemann. Machen sie sehr gut. Dann mit ein bisschen Glück landet der Ball auf der linken Seite. Flanke ist da. Unsicherheit. Dabei Otto. Butzen ist dran. Bekommt den Ball aber nicht unter Kontrolle. In die Mitte abgewehrt von Lorenz Otto und dann der Block von Malosé. Erfurt auf der anderen Seite. Einwurf. Lukas Zeller geht nochmal ran. Ball flippert. Und dann schreien sie alle Handspiel. Die Erfurter. Der Abschluss von Usun ist durch. Nicht platziert genug, aber wir schauen nochmal hin. Und hier, Achtung, da geht Hamza Mukai mit dem Oberarm ran. Hätte Elfmeter geben müssen. Das war nicht die Schulter. Er hier, Chris Rauschenberg, entscheidet sich dafür, nicht zu pfeifen. Anstatt dessen dann der Pfiff zur Halbzeit. 0:0 zwischen Jena und Erfurt. Alles offen, komplett auf Augenhöhe. Dieses 109. Derby. Und Erik Weinhauer dann mit großen Schmerzen an der rechten Hand. Und das liegt an Marco Wolf, eher unabsichtlich. Achtung hier, tritt er ihm da auf die rechte Hand. Getaped, gekühlt, weitergespielt. Zweite Hälfte. Erfurt in dieser zweiten Halbzeit jetzt von links nach rechts. Wolf, immer wieder eine gute Idee, schöner Ball, nochmal durchgesteckt und dann ist es spitz der Winkel, aber immer Usun versucht trotzdem. Alexios Didides muss den Fuß ausfahren, um hier die Führung für die Gäste aus der Landeshauptstadt zu verhindern. Toll durchgesteckt und dann direkt abgezogen mit dem linken Fuß. Joel Richter verliert den Ball. Usun hat da Vertrauen in die Sprintfähigkeiten von Felsberg. Und das zu Recht, der es gut macht, den Ball schön sichert. Wolf raus auf die linke Seite. Und dann Andi Trübenbach. Deutlich übers Tor. Der Mann, der mit 21 Treffern der Rekordtorschütze im Thüringen-Pokal ist. In Erfurt allerdings hat er für den FC Rot-Weiß im Thüringen-Pokal in dieser Saison, ist ja aus Meuselwitz dahin gegangen, noch keinen Treffer erzielt. Diese Aktion 6 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte. Dann ist es Robby Felsberg. Urplötzlich ist er völlig frei und geht auch noch an Alexios Didides vorbei. Bekommt den Ball aber nicht um ihn herumgelöffelt. Riesenchance. Riesenchance für Robby Felsberg nach 56 Minuten. Zur Führung für den FC Rot-Weiß. Macht das super, wie er hier den Ball mitnimmt. Und dann trifft er ihn mit dem rechten Fuß nicht optimal. Erfurt mit Chancenplus im Jenaer Stadion. Dann mal wieder die Gastgeber mit dem Aufbau über nochmal raus auf die Kette hinüber zu Redemann. Freistoß nach dem Foul gegen Erik Weinauer, Redemann, schnell ausgeführt. Joel Richter, kurz der Haken, Abschluss. Lorenz Otto ist da. Es ist ein hochklassiges, ein packendes 109. Thüringen-Derby. Dieses Achtelfinale im Landespokal.
Und es ist völlig offen, wer am Ende hier die Nase vorn hat. Mitte der zweiten Hälfte wird es dann ein bisschen ruhiger. Beiden Teams wird, glaube ich, auch so langsam ein bisschen klar. Jetzt ein Gegentor, jetzt der Fehler, dann wird es verdammt schwer. Joel Richter. Nochmal der Ball hinein. Prokopenko, der einiges versucht, aber dem heute hier wenig gelingt. Dann nimmt er Prokopenko raus, bringt Kai Seidemann den nächsten Ex-Erfurter. Gute Stunde ist gespielt. Und dann geht es auch bei Kapitän Abuja nicht weiter. Rechtes Auge mit Problemen muss runter. Kapitänsbinde wechselt dann mal jetzt hier zu Benluka Moritz. Und für Abuja kommt dann Kleiner ins Spiel dazu, Duncan für Felsberg und Langner für Ugondu. Also Dreifachwechsel, den Fabian Gerber dann vornimmt. Eckball jener, die den Ball behaupten können. Flanke ist da, Ball flippert rein, das ist Mukai! 1-0 Jena nach 72 Minuten durch Hamza Mukai, den Teenager. Das Stadion bebt. Zunächst der abgewehrte Eckball. Tatamusch blockt den Ball, legt ihn ein bisschen nach hinten zurück und Hamza Mukai reagiert schnell. Der war gar nicht so scharf, aber er war super platziert. Und Lorenz Otto am Ende ohne Abwehrchance. Auch ein bisschen die Sicht verdeckt, geht da zwar nochmal hin nach links unten, aber der Ball schlägt ein im Tor der Erfurter. Jena führt mit 1-0. In diesem Achtelfinale des Thüringen-Pokals. Erfurt natürlich noch mit gut 20 Minuten Zeit. Immer wieder versucht es Usun, der ein klasse Spiel macht. Der Mann mit der 19. Sofort orientiert hinein in den Strafraum. Tatamusch verliert die Kugel, bekommt sie nicht unter Kontrolle. Erfurter Bank mit Fabian und Franz Gerber, 10 Minuten noch. Dennis Lerche kommt dann rein und auch Till Schwarz, der dann die Binde einmal mehr übernimmt von Benluka Moritz. Noch haben sie die Chance. Und sie haben ja einen Trübenbach. Da unten schauen Sie mal, Fabian Gerber, der seine Mannen nach vorn treibt. Zunächst aber mal der Einwurf für die Jena. Wir sind drin in den letzten 5 Minuten in diesem Spiel. Und die zeigen wir Ihnen. Ungeschnitten. Die knappe Führung für Jena. Nils Butzen, der zuvor natürlich gesagt hat, wir haben hier das Heimspiel und das wollen wir so unbedingt gewinnen. Es ist natürlich Derby und das zählt fast noch mehr als ein Sieg in der Liga. Der Eckball. Zurückgepfiffen die Aktion gegen Lorenz Otto. Ken Gibson, der Außenverteidiger. 4 Minuten obendrauf. Wir sind drin in der Nachspielzeit. Eckball für den FC Rot-Weiß Erfurt.
Sichere Beute von Alexios Dedidis, der es schnell macht, da fast mit dem Fuß über dem Strafraum ist. Aber Rauschenberg, der Schiri, hat es nicht gesehen. Ist das die Chance zur Entscheidung? Zu weit vorgelegt von Kai Seidemann. Der war nicht erreichbar. Chance ist also weiterhin da für die Rot-Weißen, die ein klasse Spiel gemacht haben. Jena zieht sich weit zurück. Und dann bekommen sie diesen Pfiff. Bringt wieder ein paar Sekunden von der Uhr. Der Schwarz mit dem Einwurf. Gibson dazwischen. Immer wieder ist ein blauer Stutzen dazwischen, befördert die Kugel irgendwie raus. Dann rutscht da draußen auch Till Schwarz noch raus. Bringt den Ball hinein. Robin Fabinski, der Innenverteidiger. Weit nach vorn, der Ball, der muss irgendwie in die gefährliche Zone hinein. Und wieder flippert er raus. Es wird gefightet. Spiel läuft weiter. Sie hängen an ihm dran. Kein Foul. Sofort die Reaktion vom Schiri, von Chris Rauschenberg. Ball zurückerobert. Nicht ganz ungefährlich von Till Schwarz, aber geht gut. Risiko muss man jetzt nehmen. Flanke zu ungenau. So viele Rote davon. Und dann der Versuch, da auf der anderen Seite Lorenz Otto zu überwinden. Aber der Ball nicht platziert genug. Und ich glaube, er wäre auch dran gewesen. Hier nochmal diese Aktion von Ben Luka Moritz. Und der Schubser gegen Dennis Lerche, der ist nicht elfmeterwürdig. Jetzt versuchen sie noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Paul Kampe kommt rein. Und einer der besten, Joel Richter, geht runter. Nach wie vor da oben auf der LED-Wand. Die 1 bei Jena, die 0 bei Erfurt. Natürlich sind die Kräfte jetzt langsam weg. Ball verspringt. Nochmal die Chance. Einwurf für den FC Rot-Weiß. Lang, weit, vor. Aber ein bisschen platzierter darf es doch bitte schön sein. Und Edides macht es hier natürlich clever. Duncan geht zwar hinterher, aber bringt wieder Sekunden von der Uhr für Jena, die einzig und allein den Schlusspfiff von ihm hier herbeisehnen. Sie haben den Ball. Und holen sie sich zurück. Gute Aktion. Tolle Aktion von Erik Weinhauer, der nun 90 Minuten plus in den Füßen hat. Nochmal gelbe Karte. Und was dem Jena natürlich viel wichtiger ist. Zeit, die der FC Rot-Weiß dann nicht mehr hat, um hier nochmal gefährlich in die Zone der Jena zu kommen. Jena 13 Siegen, Rekordpokalsieger und auch der amtierende Pokalsieger nach dem 4:0 gegen Meuselwitz. Erfurt immerhin 9-mal der Sieger in diesem Landespokal. Ab zur Eckfahne. Und dann ist Schluss. Jena gewinnt das 109. Thüringen-Derby mit 1:0 und steht im Viertelfinale. Ja, Fabian Gerber, trotz einer wirklich engagierten Leistung Ihrer Mannschaft hat es am Ende wieder nicht gereicht. Wie enttäuscht sind Sie nach diesen 95 Minuten? Ja, natürlich sehr enttäuscht. Ich glaube, jeder, der das Spiel heute gesehen hat, hat einen unverdienten Sieger gesehen. Wir hatten Pfosten, wir hatten Latte, wir schießen am leeren Tor vorbei. Chancen ohne Ende. Wieder eine super Leistung gezeigt von den Jungs, wie schon die letzten 4 Spiele in der Liga. Und da haben wir angeknüpft. Und ja, irgendwie ist leider hier so ein bisschen verhext. Dass wir hier die Kugel nicht reinkriegen, wie gesagt, am leeren Tor noch vorbeischießen.
und dann am Ende wieder ja, leider als Verlierer vom Platz gehen. Das war so ein Tag, an dem Jena zu knacken war, auch weil Erfurt heute das anders angegangen ist als noch vor 5 Wochen. Ja, absolut. Das haben wir im Vorfeld gesagt, dass sie angeschlagen sind. Das ist ja menschlich, ist normal. Das ist Sport. Wenn der Erfolg ausbleibt, strotzt du nicht vor Selbstvertrauen. Da fehlt dir die Leichtigkeit. Und wir haben die letzten 4 Spiele sehr gut gespielt. Wir sind selbstbewusst hier angetreten, hat man auch gesehen. Das war ein ganz anderes Spiel wie noch vor 5 Wochen, wo wir hier 5-1 untergegangen sind. Und ja, ich kann meiner Mannschaft nur ein riesen Kompliment machen. Wir haben leider nur das Tor nicht geschossen. Sehr enttäuschend. Also für mich auch. Also für mich noch enttäuschender, weil ich halt die Chancen nicht reingemacht habe. Aber trotzdem großen Lob an unsere Mannschaft, die ganz, ganz anderes Gesicht gezeigt hat nach dem 5-1 in der Liga. Hier nochmal so eine Leistung zu bringen, großen Lob an unsere Mannschaft auf jeden Fall. Was nehmt ihr trotzdem vielleicht mit aus diesem Spiel heute? Ja, auf jeden Fall weiter diszipliniert zu sein, taktisch zu sein, wie auch davor in den guten Ligaspielen. Jetzt einfach die Köpfe nicht hängen zu lassen und nächste Woche geht es wieder ein Punktespiel und dann die 3 Punkte zu holen. Erfurt kann hier mit erhobenem Haupt rausgehen aus diesem Stadion und den Respekt, den gab es dafür dann auch vom Gegner. In der ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, Erfurt will hier richtig einen raushauen, hatte auch 2 Riesenchancen mit diesem Pfosten- und dem Lattentreffer und mit schnellen Stürmern. Wie war da Ihre innere Gefühlslage, als Sie das gesehen haben? Naja, wir haben das schon auch so gesehen, wie es dann auch kam. Also wir haben das zweigeteilt. Unsere Gedanken, erstmal unser Spiel. Wir wussten, tiefstehender Gegner, was da wichtig ist. Das haben wir uns natürlich dann auch vorgenommen. Und der andere Teil war dann eben auch die Konterabsicherung, die permanente Sicherheit in unseren eigenen Reihen zu haben, weil wir wussten, dass sie dann schnell umschalten wollen und zu Toren kommen wollen. Und das haben wir aber ganz gut wegverteidigt. Mit ein bisschen Glück auch, muss man sagen. Also wenn Erfurt so 1-2 Tore macht in der ersten Halbzeit, muss sich Jena wahrscheinlich nicht wundern. Ja, das stimmt. Da waren 1-2 klare Chancen dabei, Lattentreffer und so weiter. Da haben wir wirklich Glück. Wir haben vorher auch eine tolle Chance, aber ja, das Glück braucht man dann eben auch. Nils Butzen ist bei uns. Herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg, diesmal im Pokal. Welcher war schöner, der in der Liga oder der heute? Schöner war sicherlich der in der Liga, aber emotionaler war der heute. Aufgrund des Ergebnisses, auch des Spielverlaufs, muss man schon sagen, enges Spiel. Und wenn man dann 1-0 gewinnt und bis zur letzten Sekunde verteidigen muss, alles reinhaut, dann ist das natürlich emotionaler und auch einfach die Last, die dann abfällt mit dem Abpfiff, ist dann natürlich auch nochmal größer. Deswegen war heute schon echt geil. Ein einziges Tor entscheidet dieses Spiel. Es ist das Tor von Hamza Mucker nach 72 Minuten. Jena, der FCK Zeiss, besiegt Rot-Weiß Erfurt mit 1-0 und steht im Viertelfinale des Thüringen-Pokals. Tom, bitte.